Stell es dir vor. Der Saal ist brechend voll. Und dann fangen die Leute an zu rufen. Pekka, Pekka. Heute singt für sie Pekka. Mein Name ist Ella. Wir sind eine nette Klasse und haben einen netten Lehrer. Im Moment ist es nicht so schön wie sonst. 6 mal 7? 6 mal 7? Also das ist ungefähr 100. Das kommt daher, weil der Lehrer beschlossen hat, dass wir das 1x1 lernen. Sieh zu, dass Pekka lernt zu multiplizieren, ist das klar? In 2 Wochen werden wir darüber einen Test schreiben. Pekka steckt in Schwierigkeiten und wir helfen ihm, oder? Füllen Sie den mit Geld, bitte. Das wird ein riesengroßer Erfolg. Pekkas Stern steigt und steigt. Was ist mit dem Rechnen? Pekkas Manager sagt, dafür ist später noch genügend Zeit. Manager? Wenn einer von euch diesen 1x1-Test nicht bestehen sollte, werden alle die Klasse wiederholen. Wenn Pekka ein Rockstar war, dann waren wir seine Band. Durch Popularität ist noch kein einziger Mensch glücklich geworden. Ganz ruhig. Die Zukunft des gesamten Labels steht auf dem Spiel. Kannst du das verstehen? Pekka! Yes! Dein Job! Was ist?